Mein Name ist Miriam Welte, ich bin Olympiasiegerin und sechsfache Weltmeisterin im Bahnradsport, Polizistin und war 12 Jahre lang in der Spitzensportfördergruppe der Polizei Rheinland-Pfalz. Inzwischen bin ich wirklich Polizistin. Ich hatte in den vergangenen Monaten die Möglichkeit, in Hospitationen unterschiedlichste Bereiche der Polizei kennenzulernen, habe dort ganz viele Erfahrungen sammeln können und das hilft mir jetzt, meinen Weg und die richtige Stelle im Polizeialltag zu finden. Ich war Leistungssportlerin aus Leidenschaft und jetzt ist es so, dass ich Sport genießen kann. Ich mache es dann, wann ich will und wie ich will. Bei gutem Wetter fahre ich Fahrrad, ansonsten gehe ich in den Kraftraum. Ich bewege mich nach wie vor super gerne und das ist einfach schön, ohne Druck Sport zu machen. Der Bahnradsport ist eine Randsportart, in der man vom Sport alleine einfach nicht leben kann. Und die Polizei des Land Rheinland-Pfalz sehe ich als meinen Hauptsponsor während der sportlichen Zeit an, die mich super unterstützt haben, sodass ich den Fokus auf den Sport legen konnte, mich voll konzentrieren konnte im Training, ohne finanziellen Druck zu verspüren. Und ich bin mir sicher, dass die sportlichen Erfolge ohne diese Unterstützung nicht möglich gewesen wären. Und dafür bin ich unglaublich dankbar. Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe 2 Mountainbikes, 2 Straßenräder, ein Bahnrad und das, mit dem ich Kaffee trinken fahre. Also ich würde sagen, es sind 6. Bahnradsport ist einfach eine richtig coole Sportart mit abwechslungsreichem Training. Wir machen Sprünge, Krafttraining, Bahntraining, Straßentraining. Und das ganz Besondere ist einfach, wenn man mit über 70 km/h durch die Kurven fährt, dann ist das Adrenalin pur. Das ist wie Achterbahnfahren. Und dieses Gefühl werde ich mit Sicherheit vermissen.